Darin, let's play. Ja, meine lieben Zelda-Kollegen, und damit willkommen zu einer neuen Episode hier im Schrein von Kamuhu. Mit dem Namen Aufstieg und Fall, irgendwie so war es. Und genau wie ich gesagt habe, sieht das hier in der Mitte schon irgendwie nach einer Waage aus. Eine vage Bezweiflung. Ah, nee, okay. Da oben müssen wir jetzt wahrscheinlich nur die Seile durchtrennen. Dann fällt der da runter. Und das war es anscheinend schon. Das ist ja der leichteste Schrein der Menschheitsgeschichte. Ich sag gar nichts. Verdammt, okay. Ganz so leicht ist er dann doch nicht. Zumindest nicht, wenn wir da... Ich hab da eine Idee. Wenn wir das jetzt hier runterwerfen, werden wir nochmal hochgeschleudert. Ja, ist eigentlich total einfach. Ach so, oder auch nicht. Warum geht das jetzt nicht hoch? Ich habe keine Ahnung. Wir machen das mal da drauf. So, fertig. Damit hätten wir dann auch gegessen. Ja, ein Diamant. Ja, perfekt. So, Truhe gefunden. Wobei, ist da oben vielleicht noch eine Truhe? Das könnte ja eventuell sein. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht ist da was. Nee, so hoch kann man gar nicht. Ja, dann, okay. Ist egal. Her damit. Und dann können wir uns jetzt direkt mehr Ausdauer besorgen, weil wir jetzt den vierten Schrein wieder abgeschlossen haben. Und das bedeutet auch für uns, dass wir hier auf diesen vier kleinen Inseln soweit fertig sind. War jetzt für mich ziemlich enttäuschend, weil ich eigentlich gehofft habe, hier ist noch irgendwas anderes Cooles, aber pff, nicht wirklich, ne? Zumindest auf den ersten Blicken, die wir jetzt hier erhaschen konnten. Wir sind jetzt hier schon durch. Auf den tollen Inseln. Tja. Galopp, galopp, galopp. Fernglas und Markierungen. Oh, ist das schön. Ja, wir haben da geguckt, wir haben hier geguckt, wir haben überall geguckt. Dementsprechend schnell nach Kakariko. Wo ist es? Ist schon gigantisch, ne? Da. Teleportation, por favor. Ausdauer. Und dann geht's weiter zurück zu unserer Epona, mit der wir dann weiter runter reiten zu dieser komischen spiralförmigen Sandformation. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Episode schon ankommen. Ah, wobei, vielleicht haben wir ja Glück. Mit Epona geht es ja dann doch recht zügig voran. Ja, wir können auch jetzt beim Händler eigentlich in den nächsten Episoden ein bisschen was verkaufen. Wir haben ja massig wieder an Ex-Alphons-Skeletten und Bob-Klin-Viecher verkloppt. Da müsste ordentlich was bei rumgekommen sein. So. Dann mal bitte nach unten. Ins regnerische Kakariko. So, Hallöchen, durchnässte Statue. Ich möchte bitte Ausdauer haben. Ja, bitte. Dann haben wir anderthalb Ausdauer. Ringe. Ah, ist das schön. Ah, vielen Dank. Was? Nee, das ist noch niemals die Hälfte jetzt. Das ist ja, aber kriegen wir ein Viertel? Die Hälfte ist das jetzt nicht. Wir haben jetzt, keine Ahnung, zwei Fünftel oder so, ne? Ja, zwei Fünftel haben wir jetzt. Ja, okay, ist ja egal. Da, Äpfel klauen. Und auf Wiedersehen. So, unsere Epona wartet da. Wir müssen aber... doch, wir können uns hier mit dem Wind hochwehen lassen. Dann passt das alles. So. Hm. Das ist schon... komisch. Mit der Ausdauer. Da, das ist zwei Fünftel. Ein, zwei Fünftel haben wir. Toll, ein, zwei Fünftel
Ausdauerringe. Ich möchte doch nur 2 haben oder 3. Wie viele kann man haben? 4, 5, 6? Ich habe keine Ahnung. Aber mehr Ausdauer ist besser eigentlich für uns. Klettermäßig. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich sag's jetzt gerade nochmal. Ist besser. So, dahin. Boah, der Wind arbeitet gerade ganz schön gegen uns. So. Und bitte aufwärts. Da, ba, da, ba, 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 ba. Wo ist die Bona? 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 Hallo? Ne, jetzt brauchst du auch nicht mehr klettern. Wenn er unten dran. Wenn er unten angekommen ist, dann fängt er an zu klettern. Bloß nicht vorher zugreifen, Link. Könntest die Sache noch vereinfachen. Wir nehmen das Ritterschwert. Ritterschwert ist immer eine gute Waffe. So. Verdammt, wir haben es übertrieben. Hier waren wir ja schon überall. Ja. Komm, wie weit das weg ist, da hinten der Schrein. Der Turm. So, Epunachen, wir sind da. Wo bist du denn? Da vorne steht sie. Das stolze Ross. Die Stute. Die hübsche. Hast mich vermisst? Guck mal, die ist am Gras fressen. Ist ja scheißegal, dass wir weg waren. Warum soll die keiner fressen? Rumkacken. Was Pferde eben so machen, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Das könnte rein theoretisch sogar ein Ivarok hier irgendwo sein. Ja, wenn es Ivarok wäre, könnte ich den wahrscheinlich mit dem Magnetmodul jetzt anpinnen. Ne. Ich sehe keinen. Dann weiter, bitte. Da unten ist ein See. Da möchte ich hin. Mein Gott. Epona. Jetzt mach doch hier hinne. Das kann doch nicht sein, das Pferd. Da ist er zurückgeblieben. Okay, wir sind auch so gut wie an diesem komischen Inselteil in der Mitte des Sees. Klar, eine Insel ist immer irgendwo im Wasser, am See, wo auch immer. Aber Moment, wir sind schon wieder... Nee, wir sind nicht zu tief. Na, Wölfken, ne? Was ist los? Ah, hier ist ein kleines Hütschken. Wir lassen mal Epona hier stehen. So, gucken wir uns hier ein bisschen um. Da, aber guck mal hier, ah ne, das ist schon wieder ziemlich weit unten, ne? Das ist mit Ruinen sogar. Marienbucht. Marcuse Halbinsel. Okay, was auch immer. Was auch immer. Ja, auf jeden Fall, das hier interessiert mich, ja, was das ist. Irgendeine Stadt. Möchte gern Stadt. Hier ist auch noch so ein kleines Felsbrückchen. So. Wölfgen, kommt her, ich verklopp euch. Ah, was ist los? Oh, wir haben gar kein Schild equipped. Warum auch? Ja, bist du alleine? Ich hab grad nicht aufgepasst. Oh. Halt doch die Klappe. Mein Gott, ey. Bist du mich da am Anbellen? Wuff, 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 wuff. Wuff, 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 wuff. Ah, guck mal, das ist doch eine Fee. Ah, ist das schön. Ja, guck mal, da hätten wir schon die zweite. Fee. Fee. Komm her, du willst es doch auch? Ja, dann hau doch ab. So, sehr schön. Können wir direkt wieder unsere Rüstungen verbessern. Aber erstmal... Ah, hier ein Krockrätsel. 1, 2, 3, 4. Oh, 5 gibt es auch noch irgendwo anscheinend. Nur wo? Wo ist Nummer 5? Nummer 5 lebt? Was? Ah, da oben drauf. Das ist natürlich, auf dem Baum.
Yeah! Nummer 97. Auf Wiedersehen. Trete vor. Untersuchen. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Natürlich. Ich bin die große Femia. Hier war früher eine wunderschöne Quelle, doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Beitrag hilft mir, wenn du Rubine hast, gib mir bitte welche. Ich brauche doch nur 500 Rubine, das ist ein bisschen viel, aber die haben wir. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Nun, wenn du die Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 500 Stück. Hier natürlich. Ist da eine Gierige schon wieder. Danke, mein Retter. Jetzt kann sie wieder Schuhe shoppen gehen oder was weiß ich. Meine Kraft, sie kehrt zurück. Die ist wahrscheinlich genauso hübsch wie die andere. Ich fand damals statt normale Zelda geil. A Link to the Past. Für ein SNES. Da gab es da so dicke Feen. Das fand ich lustig. Ah, ja, die hat eine andere Haarfarbe und so. Die steht mehr auf Pink. Ah, du hast mich befreit. Ah, ich hatte jemand Größeres mit mehr Muskeln erwartet. Was? Ich kann ja einen Hinox holen. Hä? Aber du bist auch ein bisschen mickrig, ne? Warte. Aber auch wenn du ein bisschen mickrig bist, bist du ganz süß irgendwie, du Schnuckel. Muah. Dank dir habe ich meine Kraft zurück. Im Gegensatz kann ich deine Kleidung verstärken, sofern ich die richtigen Materialien habe. Willst du es mal versuchen? Natürlich. Mit meiner jetzigen Kraft kann ich deine Kleidung ein ganzes Stück verstärken und ein gutes Stück. Ja gut, mach hinne. Ja, was haben wir denn hier? So, dafür will die Farodra Hornsplitter, die hat doch gelitten. Zwei Stück. Die will zwei Farodra-Dinger. Hier, mach mal erstmal die normale Billighose. Also dann warte hier. Nee, nicht wieder anhauchen oder anküssen oder was weiß ich da. Julia-Hose Stufe 2. Nicht, dass wir die irgendwann mal anziehen, aber... Zweimal müssen wir da Toren dieses Donnerviehes kaputt kloppen. So, da, die Julia-Rüstung können wir auf jeden Fall verstärken. Dafür brauchen wir nur Fische und so, haben wir ja. Sora-Helm Level 2. Ja, wir kriegen alle Schwimmklamotten auf Level 2 verbessert. Das ist schon mal sehr gut. Die Kletterklamotten anscheinend auch, das ist noch besser. Dann können wir wohl noch schneller klettern. Jawoll. Oh. Ja, was gibt's noch? Die hier bitte. Dann haben wir keine Fische mehr. Warte hier. Jawollo. So, komm, das machen wir auch. Die Ninja-Klamotten, dann können wir noch leichter oder leiser laufen anscheinend. Ninja-Maske Level 2. Die Frage ist, wie viele Level gibt's, wie viele Feen gibt's? Also mindestens 3, würde ich sagen, ne? Mindestens, vielleicht sogar 4 oder 5 oder 6, man weiß es nicht. Ah, dreifach Stern. Also wenn ich dann mit den Wächterklamotten vergleiche, müsste es bis zu Level 3 gehen. Es gibt ja Wächter plus, glaube ich. Oder gibt es so Doppelplus? Bin mir da gerade gar nicht so sicher. Ist egal. So, Ninja-Klamotten auch auf Level 2 alle geupgradet. Dann haben wir noch die Kletterklamotten, die wir auch komplett aufwerten können. So. Ist ja gut. Jawoll. Natürlich. Da, das kannst du auch haben. Ist ein bisschen durchgeschwitzt, aber tja, ist ja egal, stell dich mal nicht so an. Das ist einfach ein Geräusch gerade gewesen. Verstärken bitte. So, jetzt gucken wir uns mal das an, was die hier macht mit den Geknutsche. Ah, okay, die haucht uns gar nicht an, die macht das anders wie die andere. Das fand ich jetzt sogar sympathisch. Nicht so eindringlich, ich es angehauche mit dem Mundgeruch da. So. Ey, warte. Oh, jetzt haut die ab. Ja, gut, ich hatte sowieso nichts mehr zum Verstärken. So, gucken wir mal. Bla bla bla. Verringert die Wahrscheinlichkeit des Abrutschens.
hat die Abwehr um 2 Stufen erhöht. Nur die Abwehr, bezieht sich das nicht auch auf die Angriffskraft oder so? Ach, ich meine auf die Fähigkeit, ich habe keine Ahnung. Ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir eine Fee gefunden. Mal wieder. Sehr schön. So, was haben wir denn hier noch? Schon wieder ein Wolf. Muss das denn sein? Zack, zack, Schwertling. Was ist das denn für ein komischer Stein? Ach, Leuchtstein. Ja, wenn es nicht dunkel ist, dann leuchten die ja nicht, ne? Das ist wie so ein solarangetriebenes Steinchen, ne? Nur wenn es dann irgendwie Nacht ist, erkennt man seine lumosisierende, was weiß ich, Farbe. Ich habe das gerade komplett falsch ausgesprochen. Lumo, Lumisci, keine Ahnung. Halt das, was da leuchtet. Lumo-Essenz, Lumo, was weiß ich. Ist auch ein Zungenbrecher. So. Sehr schön, da können wir jetzt da drüber reiten. Und mal diese komische Stadt aufsuchen, wo nur... Wo nur ein Häuschen steht. Da hinten ist ein Schrein. Pferdchen, mach dich bereit. Es geht weiter. Genug gefressen. Da ist sogar ein Schild. Mal gucken, was da drauf steht. Upsa. Akala-See, toll. Was? Stall von Akala? Akala-Institut. In die Richtung. Wo? Das da? Guck mal, das sieht aus wie ein Fernrohr, ne? Ist das ein Akala-Institut? Das ist ja pissklein, da ist ja gar nichts. Wo ist das? Das hier hinten, ne? Das könnte sein. Meine Fresse. Ja, okay. Eventuell ist das ein Akala-Institut. Sieht zwar komplett unscheinheilig aus, so ganz klein, aber wenn wir da hin müssen... Also das Tateno-Institut war da dann doch schon ein ganzes Stück größer. Ich meine, war auch nicht so groß. Aber größer wie das. Halt! Ein Krog. Ja, natürlich. Ich will den nicht runterfallen. Toll. Ja, das wird lustig. Michona-Segel ist vorbei. Nein! Ich glaube, wir müssen ja einmal drumherum krabbeln. Ah, okay. Ja. Du Blödmann, was machst du denn hier unten? Ob ich da jetzt noch hochkomme? Ah, unsere Ausdauer hat sich resettet. Ja, okay, dann schaffen wir das auch. Boah, das wäre jetzt knapp geworden. Ausdauer hat sich zum Glück resettet. So, sehr gut. Auf, Epona. Pass auf die Kraniche auf. Aha. Taburasa. Taburasa. Die haben dann L vergessen, ne? Tabu la rasa. Taburasa. Oh, guck mal. Ach, ist das nicht dieser Dumpster? Genau. Hallöchen, Dumpster. So sieht man sich wieder. Wer warst du? Wir wissen doch, wer der ist. Das ist von Torda und Lambda, der Arbeitstyp. Ich bin Dumpster vom Bauernunternehmen Yolanda. Ja, ich erinnere mich. Ich auch. Was machst du hier? Ich habe den Auftrag bekommen, hier von Grund auf ein neues Dorf zu bauen. Tabula Rasa sozusagen. Ja, okay. Deshalb nenne ich das Dorf Taburasa. Guter Name. Tja, was ist? Mit den Baumaterialien der Firma konnte ich ein Haus errichten, aber für ein ganzes Dorf fehlt mir einiges. Oh, kriegen wir unser eigenes Dorf? Zum Beispiel. Arbeiter, Material, Geld. Ich helfe dir. Passt schon, du hättest ja nichts davon. Trotzdem. Das wäre mir wirklich eine große Hilfe. Gut, dann zur Sache. Bevor wir Leute einladen, brauchen wir ausreichend Unterkünfte. Könntest du mir 10 Holzbündel besorgen? Ich glaube, die haben wir vielleicht sogar schon. Zusammen mit den Materialien der Firma müsste ich damit ein paar neue Häuser bauen können. So, gucken wir mal. So, was haben wir denn hier? Da, wir haben 11 Stück. Hallo, hast du die 10 Holzbündel dabei? Natürlich. Kann ich diese Holzbündel bitte haben? Natürlich. Das wird mir wirklich eine große Hilfe. Hier, pass auf. Passen in der Hand.
Und als nächstes, ja. Ich muss diese Felsen wegbekommen, um hier etwas bauen zu können. Kannst du nicht jemanden suchen, der genug Muskelkraft hat, um diese Felsen zu zerstören? Muskelkraft? So ein Goron oder so? Oder willst du einen Hinox? Vielleicht kann ich einen überreden, ne? Hier ist Muskelkraft gefragt. Genau, ein Gerone wäre also vielleicht erste Wahl. Es wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Ach ja, und noch was. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auf Da enden. Toll. Wenn du irgendwie auf der Welt solche Leute findest, dann lade sie nach Taburasa ein. Wir haben schon einen Goron gefunden. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung, okay. Können wir doch nicht weitermachen. Ich habe gedacht, wir können jetzt hier richtig schnell ein Dorf auf die Beine stellen. Aber nee, so schnell ging es dann doch nicht. Aber ein Haus steht hier schon mal. Immerhin ein Haus. Ist wahrscheinlich von Dumpster, das Haus. Lecker, lecker. Was soll das denn hier? Wir verarschen? Ist gar nichts. Ja, ist Dumpsters Haus einfach nur. Schätze ich mal, ne? Ja gut, müssen wir einen Goron suchen. Das wird wieder eine Lebensaufgabe hier. Aber da wir ja bald zum Todesberg aufbrechen wollen, so als nächstes Ziel, werden wir da, denke ich mal, schon einen Goron treffen. Die leben ja am Todesberg, die Viecher. So, guck mal da unten. Das ist hundertprozentig. Da ist hundertprozentig. Kannst mir nicht erzählen. Da ist hundertprozentig ein Ivarok, wenn wir da hingehen. 100 pro. Das sieht so Ivarok-mäßig aus. Dementsprechend die Anti-Ivarok-Rüstung angelegt. Und darüber geflogen. Ivarok, zeig dich! Hä? Was ist hier los? Wo bist du? Verdammt, ist doch kein Ivarok. Ist gar nichts. Ist einfach nur ein Felsen. Schade. Das hätte mich jetzt so gefreut, so gegen Ivarok zu kämpfen. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Boah, guck mal, wie viele Wächter da rumgammeln in dem Sumpf. Und die haben teilweise noch Beine, so wie der da. Okay, das wird lustig. Nee, da teleportieren. Und von da können wir ja darüber fliegen. Eventuell. Hatte ich ja vorhin schon vorgeschlagen. Guck mal, wir können da über den See fliegen. Ist jetzt eine Abkürzung dann für uns. Ja. Gut, dann gehen wir direkt weiter. Zum Akala-Institut. Ich würde sagen, wir reiten nicht durch. Wir lassen uns Zeit. Wir müssen jetzt hier nichts rushen. Nee. Nur ruhig Blut. So. Wo ist es? Da. Ja, komm, das schaffen wir. Ist doch keine Entfernung. Denke ich. Da ist die Fee. Ja, waren wir ja schon. Ich meine, klar, ich könnte mich da auch an die Klippen da ein bisschen umgucken. Da ist bestimmt ein Krok oder so. Aber... Nein, was macht der? Oh, der Vollhonk. Falschen Knopf gedrückt. Na, das wird wieder eng hier. Ja, okay. Boah, ey. Ich mache hier auch Sachen mit. So, Dummster. Ich rede nochmal mit dem. Vielleicht hat er ja einen Hinweis, wo ich den Goron finden könnte, aber wahrscheinlich nicht. Hallo. Ich muss diese Felgen wegbekommen, um hier weiterarbeiten zu können. Kannst du nicht jemanden suchen, der genug Muskelkraft hat? Ja. Muskelkraft. Blan, Gorone. Muss auf da enden. Ja, kennen wir schon. Okay. Dann sind wir hier erstmal fertig bei dem Dörflein. Müssen wir den Goron irgendwo finden. Gut, Ipona, wir verschwinden wieder. Unser eigenes Dorf. Muss da noch ein bisschen warten. Ist mir klar, das ist natürlich die logische Erweiterung. Dass nach einem Häuschen ein ganzes Dorf kommen muss. Monster in der Nacht. Hallo. Oh, kann ich dir helfen? Ich bin nur eine Reisende, die sich nach Monstern und einem Gefährten sehnt.
Nördlich von hier findet man den Stall von Ostakala. Mächtige Monster begegnen dir auf dem Weg dorthin. Der Gedanke allein bringt mein Herz zum Beben. Haha, meins auch. Aber aus Freude. Die werden sterben. Jetzt gucke ich mir erstmal das hier an. Ha. Haha, ha, was ist denn da in der Mitte? Aha, da ist so ein Schreiengedöne. Was ist denn da? Achso, da hinten ist eine kleine Hütte mit einem Schreinchen auch. Ein Pferdekopf ist da auch. Guck mal, da ist so ein kleines, sieht man kaum durch den Nebel, aber da ist ein Dorf. Und da kann man wohl von da weiter zum Institut hoch. Okay. Ja, Epona, du wartest hier. Ja, toll. Voll erwischt, der Sack. Ja, kullert da runter. Hau ab. Ja, die... Die haben verloren. Den kann man nicht mehr helfen. Oh, eine Ruine. Nicht, dass da wieder so ein blauer Leuen rumrennt. Was ist da? Wobei, hätte ich schon Bock drauf auf so einen blauen Leuen. Verkloppen wir. Machen wir frisch. Da vorne ist ein Krog-Baumstumpf. Habe ich gesehen. Da. Ah, wir müssen schnell sein. Was? Ich meine, ich kann ja nicht hexen, aber wie soll ich das denn hinkriegen? Meine Fresse. Kann ich die Zeit anhalten? Ich glaube, ich muss das am besten mit Feuer machen. Ich mache hier irgendwie Feuer auf dem Boden und dann ist da ein Auftrieb und dann kann ich da ganz leicht nach oben. Also, Feuerpfeil ausgerüstet. Schon mal jetzt dahin geschossen am besten. Kommt gar kein Auftrieb. Was ist denn das für eine Veräppelung? Wie soll ich das denn sonst machen? Keine Ahnung. Ah! Das war schon eng. War gar nicht schlecht. Genauso muss man das irgendwie machen. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe doch so ein Tränkchen bekommen, ne? Pass auf. Da. Mach dich schneller. Die Frage ist, klettern oder laufen oder beides? Was habe ich hier noch? Spurtmedizin. Schneller werden. Beim Laufen, Klettern oder Schwimmen. Ja, damit. Ja, das war schon nichts. Wow, hast du das gesehen? Das war so haarscharf, aber wir haben es hingekriegt. Dank der Spurtmedizin. Wobei ich da jetzt keinen wirklichen Vorteil in der Geschwindigkeit... Ah doch. Ja doch, der läuft schon schneller. So ein bisschen. Was sind da schon wieder? Ach, das waren die Inseln, wo wir gerade waren. So. So. Auf zur nächsten Ruine. Und damit auch zu diesem Ort. Wahrscheinlich müssen wir irgendwas hier in dem Kreis drumherum scheuchen die ganze Zeit, damit das im Endeffekt da landet. Kann ich mir zumindest vorstellen. Oder da unten bei dem bei dem komischen Dock da vorne oder was das da auch immer ist. Eventuell ist da auch irgendwie der benötigte Gegenstand. Wahrscheinlich nur eine Kugel oder so. Gucken wir mal. Ist da schon fast hell, Leute. Was ist denn hier los? Oh. Ja, ein bisschen Action, ne? Muss ja sein. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein bisschen Wirbelsäulen und so. Oder Hörner, was auch immer.
Ein paar Eicheln nehmen wir auch mit. Und natürlich schon wieder am Gewittern hier. Kack die Wand an. Ein Krockrätsel. Okay, das kriegen wir doch noch gebacken. Aber erstmal entblößen. Wir haben auch ziemlich Pech mit dem Wetter, finde ich. Okay, was fehlt denn da? Das sieht doch komplett gleich aus, oder bin ich... Ach hier, der ist zu viel. Der Stein hier ist zu viel, beziehungsweise auf der anderen Seite müsste der Stein rein. Also hier. Hier fehlt ein Stein. Die Frage ist, wo ist der? Ha. Wo haben wir ihn denn? Wahrscheinlich da, wo der Blitz einschlägt. Das Ding ist ja magnetisch, ne? Ha, guck mal. Nachgedacht und die Lösung entdeckt. Die sind schon pfiffig manchmal. So, da rein. Perfekt. Nummer 98, sag ich mal spontan. Ne, 99. Ich sag 99. 100, ah. Ja, was für eine schöne Zahl. Die 100. Ja, meine Freunde, das war's dann auch für diese Folge. Wir sind in irgendwelchen seltsamen Ruinen und kurz vor diesem spiralförmigen Muster, wo unten auf jeden Fall ein Tempel oder ein Schrein auf uns wartet, denn ich habe schon aus der Entfernung dieses komische Ding im Boden stecken gesehen, wo wir wahrscheinlich wieder eine Kugel oder so einsetzen müssen. Das werden wir dann hoffentlich in der nächsten Episode angehen, dass wir versuchen, dieses Rätsel zu lösen und hoffentlich dann am Ende auch das Rätsel lösen werden. Ja, also komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Gut. Ich verabschiede mich. Das war es wieder für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ganz viel Mal in diesem Satz. Ich muss mir mal andere Enden ausdenken. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.